Herzlich willkommen zu einer Runde Armutwurfe hier auf Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir fahren wieder den Leopard 2AV in einer mittleren Mission. Na? So sind sie uns Gegner zu. Ach nee, nicht Gegner, sondern Mitspieler. Operation Hydra. Kartell ist im Besitz eines ganzen Lagers mit chemischen Sprengkörpern. Wer weiß, ob sie diese Dinge einsetzen, wenn wir sie nicht vorher aus den Hand reißen. Erobern sie das Lagerhaus. Klingt erstmal recht einfach. So. Erobern sie das Lagerhaus, zerstören sie Raketenwerfer 3. Das tun wir dann mal so. Wir gehen erstmal rüber auf die andere Seite, hier auf die kleine Insel dort. Ich glaube, wir finden sowieso jetzt hier unten gleich im Tal die ersten Gegner, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Hoppala, da kriegen wir schon einen ab. Aber der erste ist schon mal down. So. Ah, da kommt sie nach. Dann haben wir den nächsten. Warte, außerhalb meiner Sicht. So, jetzt sehen wir wieder. Natürlich. Kein Schaden mehr. Hoppa. Schießt noch einer ganz dicht an dem vorbei. So, den hätten wir auch. Geht doch bis jetzt so. Schön. Keine durchdringen, hoppala. Nicht rein, okay, dann müssen wir hinten. Da kommen wir sicher rein. Nebelt er denn jetzt hier? Oh Mann. Die sind meine Gegner nicht mehr, weißt du? Das Typ, ey. So, ich bin geparkt. Alter, das mit den Nebeln, ich verstehe nicht, warum die das so extrem betreiben. Ich stell mir vor, dass das im PvP ganz praktisch sein kann, damit ich da so mal kurz verstecken kann. Ja, schieb mich ruhig an und mal kurzzeitig halt den mal nicht. Primäres Ziel ist der andere Spieler. Aber hier im PvE, das ist doch völlig egal. Da fängt sich noch einer ein da, T80. Organite. Gun hier. Na, wo will er denn hin? Fuck. Hey,
hat den Gun gegeben, aber er kann mir einen geben. Oder ist da hinten noch einer? So, auch down. Oh, Kette ist ab. Auf geht's. So, ich hoffe, jemand macht diese Second. Ach, da ist der nächste. Hoppala. Das war nicht sehr gut getroffen. Ja. Geht auch wieder. Der war gut getroffen. So. Ach, da haben wir die Kette mal wieder verloren. Ich hätte jetzt öfter mal abzugehen. So, komm, bau wieder ran, das Ding, ein gutes Stück. Bauen wir mal den Panzer wieder heiler. So. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal kurz in Position. So, Sam-Stellung hier zerlegen. So, die haben wir hier einfach mal kaputt, die Dinger. Ah, der war daneben. Schade. Oh, glatt daneben, ne? Also das war nicht mal so ein bisschen knapp, das war komplett daneben. Da vorne der nächste Gegner. Ich stell mal ein bisschen Deckung hin hier. Was ist mit von dir? Na ja. Oh, Winkelprojektil zerstört? Was? Wo hab ich den da hingehalten? Der hat mir auch nicht Schaden gemacht, ne? Das war gar nicht so gut. Egal. Wir haben es in großen Teilen geschafft. No, da hinten haben wir hat es wieder aufgetan. Hm, ja. Grandios, meine Jungs, grandios. So. Gleich durchgekippt, leider krieg ich keinen Schuss mehr raus. Na gut, hat er halt durchgekippt. Schade, schade. Wir hätten noch Schaden machen können, aber gut. Sieg ist Sieg. War ja eine relativ kurze Runde. Das ging sich hier ganz gut aus. Operation Hydra. Ja. Kurzweilig. Na komm, zeig jetzt die Auswertung an. Das verstehe ich auch nicht, warum das stundenlang dauern muss, immer die Auswertung sehen kann, aber na gut. Das wird uns vielleicht irgendwann ein Entwicklerstudio mal nochmal erklären können. Gut, was haben wir gemacht? 10.000 Schaden, 27 haben wir erspäht, 9 Kills. Wir haben wieder den Blue Star für höchste Reputation. Wir haben den Schützen wieder. Und Zielerfassung wegen der Genauigkeit. Ja, kann man halt einfach so mal hinnehmen als gegeben. Das war eine Runde Armutwurfe hier aus Steel Game Studios. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name ist Master Schröder. Auf Wiedersehen.